Der Claytec Lehm Oberputz Fein 06 ist ein ausgereifter und breit angewendeter feiner Lehmputzmörtel. Er besteht aus Naturbaulehm, gemischtkörnigem, gewaschenem Sand und feinen Fasern. Der Claytec Lehm Oberputz Fein ist einfach aufzubereiten, sehr pastös und geschmeidig. Durch seine feine Kornabstufung bis 0,6 mm lässt er sich gut ausziehen und in der Oberfläche gleichmäßig bearbeiten. Lehm Oberputz Fein 06 ist der Mörtel für Dünnlagenputze bis 3 mm Dicke. Als Hand- oder Maschinenmörtel dient er als Unterputz für unseren Josima Lehm Designputz oder bei mehrlagiger Anwendung als Grund- und Deckputz. Die Mörtelaufbereitung erfolgt in der Regel im Mörtelkübel unter Zugabe von 5 bis 6 Liter sauberem Wasser pro 25 Kilo Sack mit dem Motorquirl. In größeren Mengen kann der Mörtel mit allen handelsüblichen Freifall-, Teller- und Trog-Zwangsmischern aufbereitet werden. Für das Anmischen empfehlen wir das Tragen einer Staubmaske. Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber, frei von Salzbelastung, ausreichend rau und saugfähig sein. In unserem Beispiel verwenden wir als Untergrund den Claytec Lehmklebe- und Armierungsmörtel, der bereits fertig durchgetrocknet ist. Vor dem Auftragen von Oberputz Fein 06 wird der Untergrund mit einem Wassersprüher leicht vorgenässt, um den Staub auf der Oberfläche zu binden. Der Mörtel wird mit der Kelle aufgezogen oder mit der Putzmaschine aufgespritzt. Die minimale Auftragsdicke ist 2 mm, die maximale Auftragsdicke 3 mm. Die Oberflächenstruktur ist abhängig vom Zeitpunkt der Bearbeitung und vom verwendeten Werkzeug. Grundsätzlich ist die Struktur umso feiner, je mehr der Putzmörtel zum Zeitpunkt der Oberflächenbearbeitung angezogen hat. Geriebene Oberflächen werden mit Schwamm, Kunststoff oder Holzreibebrettern hergestellt. Glatte Oberflächen werden durch die Nachbehandlung mit dem Glätter erreicht. Der Claytec Lehm Oberputz 206 kann sehr lange verarbeitet werden. Da kein chemischer Abbindeprozess stattfindet, bleibt das Material im abgedeckten Kübel über mehrere Tage geschmeidig. Ebenso lange kann er bei maschineller Verarbeitung in der Mischkammer und den Schläuchen bleiben.